Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Horizon 3. Mit einem Lamborghini Huracan GT3 bin ich gerade eben gegen den Murcielago LP670 gefahren. Dieser hatte 35 Leistungspunkte mehr, heißt er wurde auch dementsprechend besser geupgradet. Allerdings habe ich gemerkt, okay, gegen das Fahrzeug, da muss offensichtlich ein Auto her, was zum einen einen Allradantrieb hat, denn es wird wieder regnen und man kann doch nach Antriebstypen sortieren, sehr schön. Und darüber hinaus natürlich die nötige Power besitzt. Und die Frage ist, welches Auto nehmen wir dafür? Ja, da gibt es einige Kandidaten. Unter anderem auch einen Bugatti Veyron, der allerdings in der Kurvenfahrt wahrscheinlich zu schwach sein dürfte. Oder wir holen uns ganz langweilig selbst einen Lamborghini LP670 SV. Der Veneno, das habe ich schon erläutert, ist viel zu teuer. Der Centenario, der ist auch teuer. Könnte man sich aber nochmal zulegen, aber ansonsten könnte man da so ein Duell machen, der Huracan gegen den 670 SV. So, aber ansonsten sehen wir hier tatsächlich nicht so viele Autos, die wirklich super konkurrenzfähig dagegen wären. Hatte ich den 2017er Nissan nicht eigentlich schon mal? Oder sind wir den nur in einem Löffellisten-Event gefahren? Ja, also grundsätzlich, die Allradpalette ist hier nicht so breit ausgelegt. Man könnte sich nochmal so einen allradbetriebenen Audi holen. Aber ich nehme jetzt mal den Acura NSX. Mal schauen, wie das Ding sich schlägt. Den gab es ja auch bei, wie heißt der Top Gear-Nachfolger? The Grand Tour. Und er hat sich da ganz gut angestellt. Jetzt muss man natürlich schauen, wie er sich gegen einen Lamborghini bewährt. So, meiner Meinung nach ein ziemlich schönes Auto. Acura steht hier zwar dran, aber es ist im Prinzip ein Honda-Fahrzeug. Man muss aber sagen, ja, wenn McLaren Honda oder wenn Honda allgemein mal Fahrzeuge, Motoren, wie auch immer bauen würde, die auch dann in der Formel 1 zum Beispiel konkurrenzfähig sind, das wäre der absolute Hammer. So, und hier können wir auch schon wieder einen anderen Antrieb nehmen und der wäre dann wieder deutlich schneller, wenn auch viel weniger Drehmoment. Gut, das ist natürlich die Frage, was ist entscheidender? Ich gehe mal davon aus, dass es Drehmoment ist, denn jeder, der das Rennen gesehen hat, um das es hier gehen soll, der weiß, es geht hier häufig um niedrige Geschwindigkeiten, beziehungsweise auch, ja, häufig, da muss man aus langsameren Kurven raus beschleunigen. So, ganz grob gesagt, da ist natürlich wichtig, hier viel Grip mit auf die Strecke zu nehmen. Und heute können wir vielleicht das ultimative Konterauto zum Lamborghini 670 SV bauen. So, hier mal schnell weitergehen und ich habe da meine Lieblinge. Ich finde, die sehen einfach richtig schön aus. Zu fast jedem Fahrzeug passen sie. So, hier eine schnelle Rennkupplung einbauen, Renngetriebe. Die Antriebswelle anpassen. So, ansonsten Federung schön tiefer legen. Ja, die neuen Stabis. Und das kann man easy peasy eingehen, den Überrollkäfig, da man sowieso eine Gewichtsreduktion vornimmt. Und im Moment sind wir noch bei einer niedrigen S2-Klasse. Jetzt schauen wir mal, wie das langfristig aussieht. So, let's go. 932. Und den Turbo, den können wir auch nochmal installieren. Jawohl, komm schon. Ja, der Twin Turbo. Wie viel Newtonmeter Drehmoment haben wir jetzt? 1200. Ja, also jetzt bin ich mal gespannt drauf. Jetzt dürfte es auch mit Allrad sehr, sehr anstrengend zu fahren sein mit dem Auto. Let's go. 966 Punkte. Nur mal zum Vergleich. Der Lambo, gegen den ich gerade eben gefahren bin mit dem Huracan und deswegen habe ich es auch abgebrochen, war nämlich ein bisschen lame. Ich wollte mit dem Standard-Huracan fahren, der 958 Punkte hat. Und der Murcielago hat 993. So, let's go. Der ist fast schon zu stark. So, und so kann man ein bisschen gecruiseder unterwegs sein. Ja, ja. Gecruised unterwegs sein, genau. Ja, aber schön, dass es einen achten Gang gibt.
Die sind ja bei solchen Autos immer wieder dazu da, die letzten Gänge. Ich glaube, der siebte im 458 Italia dient auch nur dem Zwecke, dass man dann bei etwas höheren Geschwindigkeiten halt auf der Autobahn oder so, dass man da ein bisschen spritsparender unterwegs ist. Boah, also die Kurvenfahrt, das ist ja... Das Ding geht ja mörderisch in die Kurven rein. Nur leider kommt er nicht ganz so mörderisch um die Kurve. Verdammt, da guck mal auf die Tachonadel. So, jetzt wieder auf die Tachonadel gucken. 270, 280. Okay, das könnte spaßig werden, Leute. So, ich habe auch ein paar weitere Vorschläge bekommen. Unter anderem ein Ford Transit, den ich tunen soll und mit dem dann unterwegs sein soll. Folgen mit dem Ford Transit gibt's, da sind wir online hin und wieder mal mit dem gefahren. War ganz lustig, ist aber auch nichts, was man jetzt irgendwie mehrmals machen muss tatsächlich in dem Spiel. Das hat man mal gemacht, ist ganz geil, kann man mal in der Playlist rumsuchen. Da gibt's viele interessante, sehr unterschiedliche Autos und der Ford Transit war eben dabei. Und ja, war auch ganz lustig. So, let's go, komm schon, das muss doch jetzt klappen. Schon fast zu viel Power. Ja, weniger Drehmoment im Regen wäre das eigentlich ganz gut sogar. Oh mein Gott. So, und da wagen wir nochmal einen Versuch. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem Auto. Auch wenn ich sagen muss, dass er sich beim Kurvenausgang halt schon sehr, sehr anstrengend fahren lässt. Der fühlt sich halt schon gar nicht mehr wie so ein allradbetriebenes Auto an, weil der einfach so eine mega Power hat. Ihr habt ja gesehen, wie die Kraft einsetzt. Das Drehmoment ist absolut verrückt. Ich muss hier definitiv auch ein bisschen bei der Linie tricksen. Oh Gott, ey. Okay, okay, okay. Man muss schon sagen, der LP670 SV, der ist schon eine knallharte Kanone. So, heute wird es darum gehen, wie kann man das Auto besiegen? Denn ich will nicht vom Schwierigkeitsgrad heruntergehen, aber ich möchte gerne ein Auto haben, welches dann mithalten kann oder schneller ist. Und ja, wenn ich schon so viele Probleme habe, dann gehe ich auch mal davon aus, dass der LP670 SV dann doch ein extrem schnelles Auto sein wird. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz, wie es bei unserem Audi aussieht, mit dem wir ja schon sehr, sehr häufig in Blizzard Mountain unterwegs waren. Das Teil hat schon Schneestürme gemeistert, da hat der Lambo noch in seinen Unterhöschen gemacht und jetzt können wir mit dem Ding eventuell... Nee, kein Heckantrieb. Jetzt können wir mit dem Ding eventuell... Ja, einem Lamborghini um die Ohren fahren.
Der ist in den Kurven viel besser, viel stabiler. Allerdings fehlt auf der Geraden ein bisschen was. Und das ist so ein kleines Problemchen. Muss man mal schauen, ob wir da langfristig auch gegen den Lambo klarkommen. Denn am Ende kommt ja auch eine sehr lange Gerade. So, jetzt haben wir nochmal kurz Social. Da haben wir die Driver-Tabellonung, die interessieren uns nicht so sehr. Aber wir haben neue Mitglieder. Seil-Jongleur, oder nee, Seil-Jongleur. Ich war schon zu sehr im Englischen drin. Seil-Jongleur 846, Ortschnalle 547, Baumcracker 384, Heizender Aal, Aurora Sunrise 16, Didi-Line Racer, Willkommen im Club, genau wie Rentix X Venoms und Buster Ray ist aus dem Club raus. Ja, aber insgesamt haben wir doch ordentlichen Zuwachs bekommen. Ich muss mal wieder gucken, wo unser Club rein von der Position her ist. So, ansonsten müssen wir mal gucken, wo wir gegen den Lambo stehen. Let's go. Aber beim Start wird er uns wahrscheinlich wieder haben, ne? Ach, komm schon. Ja, ich weiß, die Linienwahl von mir ist auch ein bisschen... komisch. Ja, aber das sieht nicht gut aus. Okay, zu langsam, deutlich zu langsam. Meine Hoffnung ist ja auch so ein bisschen, dass der Lamborghini von den reinen Punkten her ein bisschen skaliert. Das heißt, wenn man mal ein schnelleres Auto nimmt, dass man dann dementsprechend, ein langsameres Auto nimmt, dass er dementsprechend weniger Punkte hat. Offensichtlich bleibt er da einfach bei so einem richtig guten Punktewert. Gut, aber welches Auto könnte denn gegen den gut mithalten? Eventuell ein Aventador. Haben wir denn einen von denen hier in der Garage? Der Audi R8 wäre auch eine Option, ja, den habe ich nicht übersehen, Leute. So, der 57 SV oder aber der ganz normale und mit dem treten wir jetzt an. Ja, das Thema des heutigen Tages, wer gewinnt gegen den 670 SV und eventuell ist es dieses Baby hier. Bringt sogar ein bisschen meine Framerate zum Schwitzen. Und meine Güte, ist der schnell. Aber hier, die Bremsen, ein bisschen zu schwach für das Auto, denn meine Güte, der ist richtig flott. So, schauen wir mal, denn ich glaube, das ist jetzt das letzte Nachtduell. Das ist das große Finale der Nachtduelle. Das müssen wir doch eigentlich gewinnen, oder? Komm schon. Ich meine, das ist jetzt der Vorgänger von dir, Mann. Okay, jetzt bin ich auf den Start gespannt. Ich glaube, der 57 SV ist ein bisschen langsamer. Oh, die Kurvenlage von dem vor mir ist einfach unfassbar, ne? Oh mein Gott. Ach, come on. Nee. Komm schon. Oh, verzieh dich, Mensch. Wir haben ihn. Oh mein Gott, der ist in ein Auto geknallt. Okay, gut. Das war eigentlich eine Methode, wie ich nicht gewinnen wollte gegen ihn. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist es wieder ein bisschen ausgeglichen, ne? Eigentlich nicht eine Methode, wie ich gegen ihn gewinnen wollte. Aber wir haben gemerkt... der Aventador kann auch an für sich ordentlich was. Aber jetzt will ich mal den 670 SV sehen. Jetzt will ich den in Action haben.
Denn der Aventador ist zwar super gut, aber habt ihr die Griffigkeit gesehen in den Kurven? Der hatte ja quasi einen viel engeren Wendekreis als wir. Okay, ich glaube, hier hätten wir ihn sowieso bekommen, oder? Also mal ganz ehrlich, hier hätten wir ihn wohl sowieso bekommen. Ich will das nochmal sehen. Ich will nochmal sehen, wie das Duell hier ausgeht. Los geht's, kommt. So will ich nicht gewonnen haben. Jetzt wird's nochmal spannend. Zur Not kann ich nochmal die Schwierigkeit runterdrehen, um den garantiert zu bekommen. Aber jetzt erstmal... Langsamen Kurven können wir aber einigermaßen mithalten. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht ganz so viel Traktion hat. Ja, da kam er ein bisschen weit raus. Das war, glaube ich, das erste Mal in diesem Rennen, dass wir keine Fehlzündung hatten beim Hochschalten. Ja, und auf der Geraden, da sind wir deutlich schneller. Aber in der Kurvenfahrt, da ist der LP670 ungeschlagen. So, jetzt gucken wir mal. Sind wir auf der Geraden wirklich unschlagbar? Nee, oder? Nein, oder? Oh mein Gott. Boah, da kam noch einer im Gegenverkehr. Alter Falter, war das heftig, ey. Eine Zehntelsekunde am Ende. Und dann mache ich noch kurz den Verstappen und wir gewinnen das Ding. Sehr schön. Sieh dir jetzt das an. Der hat mehr Flossen als ein Space Shuttle. Das Teil geht sicher gut ab. Du jetzt packen wir... Findest, wenn du eine Runde drehen willst. Ja, ich weiß es. Und jetzt packen wir den mal schnell aus. Meine Güte, wie schnell war der denn auf der Geraden? Ich dachte, okay, gegen den Aventador kommt eigentlich nichts an. Was zur Hölle? Ich dachte, gegen den Aventador käme nichts an auf der Geraden. Zumindest der LP670 SV nicht. Vor allem der Klang beim Vorbeifahren jetzt nicht so, als hätte er über 400 km/h gehabt bei der ersten Zieldurchfahrt. Aber... meine Güte, war der da schnell. Ja, aber ich denke, das Auto, was der Typ gefahren ist, also der Lambo, der Murcielago, ist ein bisschen besser, was... Oh Gott, dieser Eingang, ne? Ich hasse den wirklich. Ich denke, der Murcielago ist sehr gut von der Kurvenlage her, sehr gut auch von der... Geschwindigkeitsaufnahme her. Von der Beschleunigung her war er schneller als der Aventador, Mensch. Warum komme ich nicht hier rein? Okay, auf geht's. Ja, also allgemein, ich freue mich jetzt auf das Auto. Wenn das jetzt... wenn das jetzt der heilige Gral ist, ey. Wahrscheinlich werde ich die verbleibenden 4 Millionen Folgen Horizon 3 mit dem da spielen. Oh! Hallöchen. Unterschiedliche Lackierungen. Einmal matt, einmal ein bisschen schillernd. Und er ist grundlegend erstmal nicht getuned. Okay. Ich muss aber auch sagen, also der war lange Zeit mein Desktop-Profil, Desktop-Bild, Hintergrundbild. Weil ich den auch wirklich sehr, sehr schön finde, von allen Facetten her. Und das war ein Bild, was ich eigentlich so gut wie nie dann wiedergefunden habe. Und das war leider in einer sehr schlechten Auflösung. Das war so 1024x768. Das war für so 2005,
Fünfer-Verhältnisse oder so noch cool, aber danach war es halt schwach. Aber ich muss sagen, hier passt halt wirklich alles. Also ich finde auch der grundlegende, hätte ich den Original, würde ich den kein bisschen tunen. Aber da wir in Forza Horizon 3 sind und ich das Gefühl habe, dass vor uns jetzt das schnellste Auto des Spiels stehen könnte, kommt erstmal der Breitbau. Oh Gott. Ja, aber ich muss sagen, ich mag Liberty Walk Kits nicht so. Ich bin kein großer Fan davon. Schaut mal, zum Beispiel beim Radkasten vorne, dafür könnt ihr mich auch gerne hassen, aber Geschmäcker sind halt unterschiedlich einfach. Aber schaut euch das mal an. Ich finde dieses drangeschraubte und dass du halt sowas hast, was jetzt quasi nochmal da sich nicht organisch einfügt und so, und auch mit der Frontstoßstange. Ich finde, das passt grundlegend nicht. Ich mache es jetzt aber, weil es das Auto allgemein schneller macht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich mag das Auto viel mehr, wenn es... Warum können wir eigentlich jetzt nicht den Heckspoiler... Ah doch, jetzt können wir den anpassen. Finde ich halt auch nichts. Also doch, mit dem Heckspoiler, der passt jetzt ein bisschen besser zu dieser komischen Heckpartie, aber insgesamt finde ich den halt auch nicht schön. Ich finde halt wirklich, der Standard Murcielago, den finde ich am geilsten. Könnt ihr mal schreiben, was denkt ihr? Welche der beiden Varianten gefällt euch mehr? So, 375 mm Hinterreifen, ja geil. Die Felgen lasse ich mal, weil die sehen geil aus. Getriebe und Antriebswelle nochmal ändern. Und was haben wir noch hier alles so? Jawohl, ein bisschen tiefer kann er gerne liegen. Schön am Boden schleifend. Ne, solange es keine Bodenwellen gibt, grundsätzlich ist es besser, ein tiefes Auto zu haben für die Rennstrecke, solange man nicht allzu sehr auf dem Boden aufschlägt. Allerdings gibt es da mittlerweile auch ganz gegenläufige Entwicklungen in der Formel 1 zum Beispiel. Ja, da versucht man mittlerweile viel Luft unter das Auto zu bekommen, weil man viel mit dem Diffusor und dem Unterboden arbeitet. Aber grundlegend war halt der Gedanke, dass das quasi dann so ist. Und meine Güte, wollen wir das machen? Ja, komm, machen wir. Und hier hätten wir nochmal 994. Aber er würde fast schon zu übertrieben sein. Egal, machen wir. Auf geht's. Das Teil will ich jetzt in Action sehen. Und dann gucken wir mal, wie wir in anderen Rennen abschneiden. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch andere Autos geben, die viel schneller sind, sondern... Und dann war es einfach nur meine Erwartungshaltung hier. Okay, die Beschleunigung ist verrückt. So, komm mal her. Mittlerer Nissan GT-R. Das wird süß. Oh, ich brauche einen neuen Gang. Der von vorhin hat eine viel längere Getriebeübersetzung. Okay, gut zu wissen. Und jetzt der Acura. Von vorhin. Ja, komm. Aber man merkt halt auch die Beschleunigung. Vor allem bei niedrigen Geschwindigkeiten. Die ist vor allem hier richtig gut. Und das Gute ist, der verliert auch nicht wirklich hier eine Traktion oder so. Der hat den Grip. Der ist einfach zur Stelle, wenn du ihn brauchst. Wie die Ghostbusters. So, damit haben wir Stufe 203 und vielleicht kriegen wir zur Feier des Tages mit einem italienischen Auto ein italienisches... Oder auch nicht. Kein italienisches Auto, aber gut. Kann man sich mal anschauen. Ab dem dritten Gang hat er keinen Wheelspin mehr. Ah ja, das muss ich auch sagen. Das hatte ich fast schon vergessen. Schaut mal diese Zusatzbelüftung.
quasi wie Flügel, die aufgehen. Das ist wirklich... Ja, zum Engelsgesang gehen sie auf. So. Audi R8 interessiert mich nicht. Ich will einen Ferrari Enzo verblasen. So, gucken wir nochmal ganz kurz. Was kann ich hier bei dem Auto nochmal tunen? Denn ich brauche definitiv eine bessere Höchstgeschwindigkeit, meine Lieben. So, 430, geht da was? Ja, genau, natürlich. 422, 432 und jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Nein, das ist schon der Grenzwert. 432,3, 432,2. Na, komm schon. Genau, jetzt dürft's passen. Auf geht's. Kannst du mal weggehen mit deinem lahmen Huracan? Okay, das war nicht gut. In 400 Metern rechts abbiegen. Hey Leute, ich will wieder auf die Autobahn. Was soll das? Oh Gott. Nicht mal einen Blinker gesetzt. In 100 Metern rechts abbiegen. In 100 Metern links abbiegen. Also ganz kurz merkt man, dass er in der Kurve gern ein bisschen ausbrechen will. Da verliert er ein bisschen die Stabilität, aber sobald du beschleunigst, ist die Traktion voll da. So, ich probiere das mal jetzt zu zeigen. Also, ihr merkt das quasi, wenn ich in der Kurve bin, wird er schon so ein bisschen zickiger. Aber sobald du rausbeschleunigen willst, sobald du ihm signalisierst, ey, Mate, es geht auf eine Geraden, bereitet er sich schon drauf vor und denkt sich, geil, ich will auch. Aber bei 100 km/h hat er kaum noch Wheelspin. Also das ist unfassbar, wirklich mega fette Traktion. Und eine mega gute Geschwindigkeit. Wie es in sehr kurvenreichen Strecken aussieht, weiß ich nicht. Im Moment habe ich das Auto ja auch sehr darauf getrimmt, schnell zu sein. Ach komm schon, wir sind doch so kurz vor der Freeway-Ausfahrt gewesen. Einfahrt, so, whatever. Das Gute ist halt, er ist halt auch einigermaßen agil. Agiler, als man es für einen Allradwagen erwarten würde. Und dadurch, dass er halt auch Allrad hat, kann er halt auch neben der Strecke super was. So, komm, 3500 Credits. Wäre doch gelacht, ich will einfach nur die Kopfrennen, hier die Kopfgeldrennen gewinnen. Schon wieder ein Nissan GT-R. Was ist mit dem 570S? Da steht hier Mittel. Will ich mal sehen. Oh, cooler Skin, muss ich sagen. Wie die Tachonadel rechts richtig struggelt. Die kommt halt wirklich kaum hinterher. Es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. So, Ford GT, die amerikanischen Autos haben doch immer so viel Power. Komm. Zeig mal, was du drauf hast.
Auch wenn er jetzt die direkte Linie nimmt, das wäre lame. Tut er aber nicht. Hatte keine Chance sowieso. Ah, der Huracan ist der einzige in diesem Bund, den wir noch nicht hatten. Es wäre halt cool, wenn solche Rennen gegen viele gleichzeitig entstehen könnten. Sie haben ihr Ziel erreicht. Deine Aufopferung für waghalsige Stunts nur zu PR-Zwecken überrascht mich jedes Mal. Ja, oder einfach geradeaus fahren, oder was sagt der Lambo oder andere? Ja gut, der fährt die Route lang. Gut, das weiß man aber auch nie, was die KI macht, aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, schon in den da vorhandenen Kurven gesehen, dass wir einfach mega schnell sind. Viel schneller als der. Oh Leute, ey. Oh Leute, was haben wir hier nur für ein Spielzeug bekommen? Das ist unglaublich geil. Ach, kommt schon, Leute. Fahrt mir doch nicht in den Weg. Dasselbe gilt für euch. Vielleicht kriegen wir trotzdem die 3 Sterne. Ja, definitiv nicht, aber 2. 2 sind's, denke ich mal. Jawohl. Oh je, Mini. Ja, fehlgeschlagen, das stimmt leider. Komm schon, mach dich mal ab hier, der Dover X5. Ich muss wirklich sagen, ich bin gerade so... Ich bin ja ein bisschen ruhiger, ne? Aber ich bin so gefesselt von den Rückleuchten unter anderem. Der Musialago sieht halt echt wirklich aus wie so ein Gemälde oder so. Auf jeden Fall wirkt er so. So, und 3 Sterne. Jawohl. Ja, Leute. Also, ich würde sagen, das war eine coole Folge. Wir werden nächstes Mal, denke ich, noch ein bisschen Spaß mit dem Teil haben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Lambo. Wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Wenn ihr Spaß hattet, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ansonsten arbeitet, wenn ihr selbst spielt, auf den Lambo Murcielago hin. Und bis zum nächsten Mal, euch eine gute Zeit. Macht's gut.